Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Retro-FIFA-Karriere in FIFA 2013. Wir sind heute hier, um den Deadline-Day zu begutachten mit Energie Cottbus. Wir hoffen, noch ein paar Leute zu verkaufen und ein paar Leute einzukaufen. Das wird aber sehr schwierig, denn transfermäßig haben wir nur noch 100.000 im Budget. Da haben wir keinen, den wir uns kaufen können. Und oben sehen wir 10 Stunden noch verbleiben. Wenn ich auf Weiter klicke, geht das dann auf 9 Stunden runter. Das tut es. Rechts sehen wir auch die teuersten Transfers. Spieler verkauft. Nice. Den hatten wir noch eingetütet letzte Saison. Daniel Ziebig. Kriegen wir nochmal 100.000 aufs Budget obendrauf. Aber auch das wird den Bären, glaube ich, nicht unbedingt fett machen. Wir brauchen einfach Angebote. Und wenn die nicht kommen, können wir nichts mehr machen. Wir haben echt viele Leute noch auf der Transferliste. Aber ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ab 3-4 Stunden kriegt man nichts mehr hin. Wir können auch nochmal zusammen gerade einmal schauen. Ah doch, Transferangebot, wundervoll. Für Daniel Adlung, big. 2,1 Millionen. Ich will den einfach annehmen. Ist auch schon eins hochgegangen, der Junge. Ich nehme das an. Ist es dumm? Ist mir egal. Ich glaube, wir können halt aus Daniel Adlung 4 neue Transfers machen, die dann auch alle gut hochgehen. Ich hoffe, das geht noch durch. Währenddessen sollten wir vielleicht nochmal... Nein, ich habe auf Weiterklick, das wollte ich gar nicht. Ah! Ich wollte gucken, wen wir noch theoretisch festmachen können. Spieler verkauft. Adlung ist weg. 1,8 Millionen auf unseren Nacken. Das heißt, wir können jetzt nochmal Transfers eingehen. Was ist mit Bamford? Den hatten wir ja, glaube ich, noch auf der Liste. Kann man dem jetzt noch ein Angebot machen? Verbessertes Angebot für den Spieler, weil wir haben es ja für den... Genau, also. Wir geben ihm mal essentieller Stammspieler und 4.000. Will er dann kommen, ist die Frage. Ansonsten könnten wir nochmal bei Maguire reinschauen. Wer ist noch auf unserer Wunschliste gewesen? Transfers, Wunschliste anzeigen. Hier, wir können ja nach Wert sortieren. Philipp Kostic. Für den hätten wir halt jetzt auch das Geld, ne? 825.000. Mal 700. Wie ist der Wert? Er ist 825.000 auch wert. Dann, wir bieten einfach mal einen Marktwert. Hätten wir Kostic noch auf der anderen Seite. Und die anderen, da kann man halt nur leihen, ne? Und Maximilian Arnold hätten wir auch noch. 650.000. Können natürlich auch für Emre Can gehen, ne? Emre Can wäre 1,2 Millionen. Können wir auch mal machen. Wird wahrscheinlich dann nicht kommen, aber... So, jetzt haben wir nochmal ein paar Leute angefragt. Die Frage ist, gehen die Sachen denn, wenn überhaupt, noch durch, ne? Wir sind jetzt schon bei Stunde 4. Okay, also Angebot akzeptiert von Wolfsburg. Groningen hat es auch abgelehnt. Bamford will nicht kommen. Mir gefällt es hier. Wie viel Geld will er denn noch haben, Alter? Also ich habe ihn ja schon. 5.000 Euro. Ich habe ihn ja schon zum essentiellen Stammspieler gemacht. So, Kostic, Anfrage abgelehnt. Der Mann ist 19 Jahre alt. 1 Million für Philipp Kostic. Ich glaube, das geht fast nicht mehr durch, oder? Emre Can, was haben die da gesagt? War auch zu wenig. 1,4. Angebot abgeben. Es wird ein spannender Deadline-Day, Leute. Ja, Harry Maguire, weiß ich nicht, ob wir den auch nochmal probieren wollen. Er wird dann auch 1 Million kosten, ne? Nee, ich glaube, Harry Maguire erstmal nicht. Für Maxi Arnold ist das Angebot akzeptiert für 650.000. Ich glaube, wir müssen ihm halt direkt ein Knaller-Angebot geben. Sonst wird er halt nicht kommen. Machen wir das mal so. Gucken wir mal, es sind nur noch 2 Stunden. Ich glaube, da geht nichts mehr von durch, oder? Arnold-Angebot abgelehnt. Überarbeiten Sie Ihr Angebot nochmal. Als ob wir jetzt keinen von denen bekommen mit dem ganzen Geld. Und jetzt haben wir dafür Madlung verkauft. Alter, Bamford, du kleiner Hund, ne? 6,5. 10% Torprämie. Und essentieller Stammspieler. Du bist 400.000 Euro wert, mein Freund. Arnold will auch nicht. Gehen wir auch nochmal ein bisschen höher bei ihm. Das wäre bitter, ne? Ich glaube, das geht auch vor allen Dingen nicht mehr durch, oder? 2 Stunden? Ja, keine Mail. Ja, geil, als ob dann da nicht noch eine Mail kommt. Okay, ja. Okay, aber... Jetzt kam das dann doch nochmal. Ey, das war kein guter Deadline-Day für uns, Leute. Kein guter Deadline-Day für uns. Was geht denn da ab? Na, jetzt ging es doch nochmal. Ja, Angebot abgelehnt. Bamford gefällt es da. Kostic kommt nicht. Emre Can kommt nicht. Letzte Frist abgelaufen. Ey, bitter. Bitter, bitter, bitter. Das heißt, wir haben einen unserer besten Spieler verkauft, ohne dass wir überhaupt einen Spieler dafür zurückbekommen haben. Das tut extrem weh. Ich meine, das Geld ist natürlich nicht weg. Wir müssen dann mal schauen, wie wir es machen. Aber es wird, glaube ich, nicht unbedingt besser werden. Da müssen wir halt schauen, wie wir es jetzt ohne Adlung machen. Weil der hatte halt auch eine 72. Ne? Das war der beste Spieler im Team. Ich dachte halt, okay, 2 Millionen. Wir können dafür Bamford und holen. Aber so haben wir jetzt einfach gar nichts. Das war nicht gut. Egal. It is what it is.
Wir haben niemanden mehr geholt. Das heißt, das ist der Kader, mit dem wir jetzt in die Saison reingehen. Sabitzer immerhin schon auf eine 66 nach oben gegangen. Wir haben immer noch Sanogo, wir haben auch Feni noch. Können natürlich auch theoretisch Sabitzer einfach auf die RM-Position machen, aber da haben wir Rivic, der hat auch eine 69. Das passt schon. Stiepermann spielt jetzt LM. Kann er das? Stiepermann kann das, okay. Dann passt das ja wenigstens. Ja, es ist ein bisschen bitter, aber es ist okay. Im Endeffekt haben wir trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Transfers gemacht. Klar, die Offensive hätte man noch ein bisschen mehr, aber wir haben auch ein paar gute junge Spieler vorne, ne? Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ich glaube, der Stiepermann ist ja auch noch nicht so alt. Der ist 21 und der Fenin ist, glaube ich, 25. Also es geht auch noch. Müssen wir mal schauen. Ansonsten gucken wir mal bei individuelle Taktiken rein. Was kann man denn hier eigentlich machen? Aufbauspiel, Geschwindigkeit, Chancenerarbeitung. Das ist, glaube ich, aber eher CPU-mäßig, oder? Positionsspiel geordnet. Verteidigungslinie, Abschirm oder Abseitsfalle? Lassen wir mal alles gleich. Was sind denn Schnelltaktiken? Ah, okay. Was sind Spielerrollen? Achso, das ist Kapitän und so. Ne, Rüdiger-Kapitän finde ich gut. Sanogo ist unser Elferschütze, der hat die besten Elfmeter, das macht, glaube ich, Sinn. Freistoßschütze, ist Sabitzer eigentlich nicht auch gut Freistoßschütze mäßig? Sabitzer hat wie viel? 62, aber dafür mehr Kraft. Ich glaube, wir machen das auch mal Sabitzer, der wird früher oder später gut genug dafür sein. Ecken, Sabitzer und Barnovic und dann Stiepermann. Ey, es ist okay, Leute, es lief jetzt nicht perfekt, da bin ich ehrlich mit euch. Aber manchmal ist das halt so, gerade wenn du ein neues Spiel spielst, und das ist ja für mich ein neues Spiel, wird das ja sehr schwierig. Wir gucken mal, was jetzt die Simulation sagt gegen Erzgebirge Aue. Ja, wir gehen mit der besten Elf rein. Ich glaube, wir werden da komplett hops genommen werden. Ist lustig, da ist einfach auch Mendel im Tor, ne? Wie lange dieser Mann da schon zwischen den Pfosten ist. 2-0, Hänsel Munteanu. Ja, wir werden Probleme bekommen. Wieder verletzt. Rivic hat sich den Zeh gebrochen. 6 Wochen raus. Okay. Das ist natürlich auch nicht gut. Immer noch 0 Punkte, Leute. Nach 3 Spielen. 0 Punkte. Als nächstes geht es dann gegen den MSV Duisburg. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich sollte das vielleicht nochmal selber spielen. Achso, wir müssen, glaube ich, erstmal den Verletzten rausnehmen aus unserem Kader. Aber wir brauchen dringend mal einen Sieg. Rivic geht raus. Haben wir einen RM? Kann irgendwer das von denen spielen? Nicht so richtig, ne? Ich guess, wir packen einfach Sabitzer auf RM dann und Fenin dann vorne rein. Eieiei, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Und dann gehen wir rein. Bochum hat übrigens ist Tabellenführer aktuell. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt den Bann vielleicht brechen können. Spielen auch zu Hause gegen Duisburg. Ich glaube, dann nehmen wir aber die Trikots. Die sehe ich irgendwie mehr bei Duisburg. Wen haben die denn so? Jasula Brosinski, stimmt. Der hat damals noch vorne gespielt. Ansonsten Felix Wiedwald im Tor. So richtig viele kenne ich da aber nicht. Komm. Leute, wir gehen rein, wir bleiben weiter auf Weltklasse. Ich glaube daran, dass ich das auch hinkriege. Und die erste Saison müssen wir auch nicht unbedingt aufsteigen. In der zweiten Saison, bin ich ganz ehrlich, da will ich dann schon langsam Richtung Bundesliga schielen. Aber erste Saison ist, glaube ich, in Ordnung. Ich muss ja nur das Spiel gewöhnen. Das wird aber früher oder später, glaube ich, in Ordnung sein. Können wir mal ein bisschen dribbeln. Auf geht es, Leute. Wir haben Ballbesitz, wir spielen zu Hause. Brauchen jetzt einfach mal einen Sieg. Wunderbar. Auf Fenin. Jetzt haben wir Sabitzer halt über außen. Das kann auch eigentlich ganz gut sein. Flanke kommt. Flanke kommt nicht. Ein bisschen hinten rum spielen. Ich glaube, Dominanz ist halt auch wie immer einfach sehr, sehr wichtig. Solange wir den Ball haben, kann halt vorne nichts passieren, ne? Sabitzer, schöne Bewegung. Sabitzer, Sabitzer. Oh, der Schuss ist nicht gut. Aber schöne Kombination. Liga gewinnt, aber geht trotzdem zum Gegner der Ball. Haku stellt den Körper rein, passt es dann aber nicht so doll. Aber Rüdiger ist da, jetzt vielleicht der Konter. Oh, schön gespielt. Boah. Direkt die erste dicke Chance für Duisburg. Sabitzer. Kriegt den Ball wieder, über ihn geht viel. Marcel Sabitzer. Ist halt schnell, ne? Oh, flache Flanke, kommt nicht an. Vielleicht ist Sabitzer über außen halt auch einfach besser, weil er dort halt wirklich gut eingesetzt werden kann, zumindest seine Schnelligkeit. Übermann über außen ist halt jetzt nicht so der geborene Flügel. Ja, und sowas halt, das Viereck, das klappt einfach nicht. Mein Gott, schön gemacht, Sanogo für Stiepermann, das ist ein Foul. Kann man auch gelb geben eigentlich.
Haku hält den drin, kriegt den wieder, flankt einfach mal rein. Die ist okay. Ja, muss Wiedwald zumindest mal hin. Hanovic. Schade. Wieder ein ungenauer Pass. Die können einfach alle noch nicht passen, ne? Das kommt halt noch. Egal. 0-0 zur Pause. Wir verlieren zumindest auch nicht. Das ist ja schon mal was Gutes, würde ich sagen. Wir können uns konzentrieren, aber Stiepermann ist da. Schön. Nein, was macht ihr da? Oh nein, das meine ich, das meine ich. Die ganze Halbzeit macht Duisburg nichts und dann kassieren wir das Ding. Oh, ich weiß nicht, was das schon wieder war. Ich bin eigentlich da und dann die schöne Körpertäuschung und wir liegen schon wieder zurück. Es kann doch nicht sein, ey, meine Herren. Du hast schon ewig kein Tor erzielt. Enin. Liebermann. Ja, ja, ja. Nächstes Mal ein Torschuss. Schön gemacht. Ruska, gut gemacht. Jetzt krieg ihn durch. Nein. Warum würde ich da hin wollen? Spiel. Warum würde ich da hin wollen? Keiner weiß. Ah, Lukaku wird da irgendwie verdrängt. Wieder die Täuschung. Können machen, was sie wollen, ne? Glück gehabt. Das war schlecht geklärt. Haku ist da. Alter, wir kriegen den Ball nicht weg. Wir kriegen den Ball nicht weg. Jetzt haben wir ihn. Schön. Jetzt vielleicht der Konter. Sabitzer. Fenin, der Pass ist okay, aber Fenin kriegt ihn niemals. Jetzt geht halt die Führung auch klar, muss man ganz klar sagen, nach dieser Phase da gerade. Machen, was sie wollen auf einmal mit uns. Boah, wieder ist der Ball weg. Das ist krank. Kein Pass kommt an. Kein Pass. Das ist ein Elfer. Any day. Och Gott. Ah, das ist einfach nur schlecht, Leute. Das ist einfach nur schlecht von mir. Karius gegen Baljak. Den hat er. Karius, Junge. Lebensversicherung, der Mann. Das ist ein super Ball. Ja, vielleicht sind es wirklich die Bälle. Diese Bälle. Komm, Engel, den hast du. Schön. Spiel den Ball. Ich habe halt wirklich passen gerückt. Schon 400 Jahre vorher. Brustfaul. Oh, schön gespielt. Haben wir. Das Ding ist, Sabitzer über außen ist halt manchmal gut, aber manchmal ist er auch einfach da ein bisschen zu sehr isoliert. Sanogo jetzt mal. Mit einer Idee eventuell. Da ist Fenin. Da ist Sabitzer, schwacher Ball. Auch gar nicht gewechselt. Oh Mann, oh Mann. Und wir verlieren auch so knapp immer, ey. Oh, wir machen es halt in der ersten Halbzeit nicht und kassieren in der zweiten ein dummes Tor und dann sind wir schon wieder raus, ey. Immer noch kein Sieg, Leute. Immer noch kein Sieg. Nicht mal einen Punkt. Wir sind Tabellenletzter. Geisteskrank. Bestleistung von Sanogo. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, was so Vorstand und Entlassung und so angeht. Da kenne ich mich jetzt in FIFA 13 überhaupt nicht mit aus. Komm Leute, das nächste Spiel gegen den FSV Frankfurt. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will auch viel simulieren. Wir brauchen mal einen Dreier. So, wir sind einfach Letzter. Jeder andere hat gepunktet außer uns. Das kann nicht sein. Interessante Partie. Ich gehe direkt rein. Ich kenne da nichts. Ich gehe direkt rein. Ich will nicht simulieren. Ein paar Leute von uns sind auch, glaube ich, schon ein bisschen hochgegangen. Spielen auswärts. Dann nehmen wir mal die anderen Trikots. Vielleicht bringen die uns ja ein bisschen Glück. Rein geht's, Leute. Rein geht's. Komm schon, Leute. Es sind die Trikots. Ich lege mich fest. Es sind die Trikots, die uns zu schaffen machen. Mal ein frühes Tor oder so, das wäre doch was. Ja, das war eigentlich auch ein Foul, Schiri, bin ich ganz ehrlich, ne? Egal. Ah, ne, nicht egal. FSV Frankfurt, wer bin ich denn? Im Mittelfeld mal ein bisschen Platz. Kombination. Über Fenin, der Ball kommt zu Sanogo. Braucht es das? Es braucht das, aber der ist nicht drin. Er ist einfach nicht drin. Wieder Banovic. Sabitzer. Ah, schade. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Sabitzer, Sabitzer. Wir sind da. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem wir ein Eckentor machen. Da ist Stiepermann. Der war nicht schlecht. Immer noch mal genauso. Das waren drei Balken. Da kommt Sanogo. Sabitzer.
Busca. Menin. Wir rochieren hier außen rum. Der Pass war schlecht. Oh, langer Ball. Diese langen Bälle, wenn wir vorne drauf pressen, die nehmen uns halt echt tops, ne? Spiel den Ball. Ich habe 5-mal passen gedrückt. Oh, wilder Ball, aber Karius passt auf. Auch jetzt wieder. Ich sag's, ich auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, Leute. Wir sind super gut drin im Spiel, finde ich. Weiß nicht, warum du den Ball so spielst, aber naja. Machen das eigentlich sehr, sehr gut. Den haben wir. Gut gemacht von Stiepermann. Barnovic, komm, der Ball muss sitzen. Guter auch. Aber der nicht. Egal, haben wir noch. Eieiei, das ist hier ein Rumgekicke, ne? Ah, da wäre zumindest mal der Schuss gekommen. Egal. Ball geklärt. Wir haben die Bälle. Wir üben gerade so viel Druck aus. Da, bitte. Oh, der Pass. Ja, gute Idee. Eigentlich so richtig gut war es jetzt auch nicht, ne? In der Defensive waren wir noch gar nicht gefragt bis jetzt, ne? Bis jetzt. Da kommt die Flanke. Der war gut, der Kopfball. Aber nicht gut genug. Also Fenin gefällt mir wirklich überhaupt gar nicht, ne? Ganz ehrlich, ich mach Sabitzer nach vorne. Der bringt mir halt auf außen nichts. Wirklich. Also, Fenin ist einfach nicht gut. Oh, das ist ein wilder Pass. Lukaku ist aber da. Lukaku niemals faul. Lange kommt rein, den haben wir. Köpf ihn raus. Und das Ding. Stark. Stark gemacht. 0-0 zur Pause. Hatten wir eben auch schon mal. Erste Halbzeit geht komplett auf unser Konto. Wo sind die Punkte, Leute? Wo sind die Punkte? Er wäre halt gerade für die Simulation einfach ultra wichtig gewesen. Jetzt vielleicht mal der Konter. Über Sabitzer. Ah, der Pass. Marcel, da musst du noch mal ein bisschen ins Trainingscamp. Kreuzen. Schön gespielt. Sanogo, komm, bist du schneller? Nein, ist er nicht. Er ist nicht schneller. Egal, zweiter Ball, Barnovic. Da haben wir super viel Platz. Da ist Stiepermann mit dem Abschluss. Starker Ball auf Sabitzer. Nimmt Fenin mit. Oben, Fenin. Warum kann er nicht passen? Oben war so viel Platz. Das ist krank, ne? Ich muss halt so lange drücken, bis ich mal überhaupt eine Chance auf dem Tor bekomme. Haben wir. Wo geht dieser Ball hin? Wirklich, wo geht er hin? Das weiß tatsächlich nur der Wind. Ah ja, schöne Flanke. Du kriegst den Karius halt nicht aus dem Karius, ne? Oh Mann, ey, das ist wirklich ein Mental Test für mich hier. Das ist wirklich ein Mental Test. Eieieiei, das war ganz schlimm. Ja, gehen wir wieder sehr offensiv. Ist krass, ne? 70 Minuten. Nur nach vorne gespielt. Oh, der kriegt den Ball nicht vorbei. Jetzt, Fenin, mach ihn bitte einfach rein. Was ist das für ein Abschluss? Und der ist knapp vorbei. Oh, Leute. Keine Elfmeter. Schön gespielt. Kruska, immer noch Kruska. Kriegt den Schuss nicht raus. Wir fighten um einen Scheißpunkt gegen den FSV Frankfurt. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Und den werden wir auch wieder nicht bekommen. Ich weiß es. Wir werden ihn nicht bekommen. Marius muss das jetzt hier alleine antreiben. Guter Pass. Ja, der Ball kommt durch. Da ist Sabitzer und der ist nicht drin. Ach Mann, Keeper ist mit vorne. Sabitzer bringt nochmal die Ecke rein. Die kommt, aber oh nein.
Lukaku. Letzte Chance. Was? Ey, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe wirklich auf. Was sind das für Pässe teilweise? Oh Mann. Leute, 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 wir haben noch so ein gigantisches Stück Arbeit vor uns, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Von den ersten 4 Spielen in der Bundesliga haben wir nicht ein einziges gewonnen. Das eine, was wir simuliert haben, haben wir ebenfalls nicht gewonnen. Das heißt, wir sind nach 5 Spielen Tabellenletzter in der Tabelle. Und das, obwohl wir im DFB-Pokal gegen Hertha eigentlich eine super Figur abgeliefert haben. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Wir müssen in den kommenden Folgen mal schauen, wie wir es versuchen irgendwie auszuhebeln. Vielleicht über die Simulation, dass wir mal so einen kleinen Run eventuell starten können. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann der Vorstand mal reinkickt. Wir haben einfach gegen den Tabellenführer im Pokal gewonnen, ne? Aber in der Liga 0 Punkte. Und als nächstes geht's gegen Lautern. Naja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn es ergebnistechnisch nicht so gut war, ich hatte trotzdem Spaß. Und ja, habt euch ganz doll lieb und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge.